Willkommen zurück, liebe Clubfreunde, auf CFTV. Der erste FC Nürnberg mit der nächsten Klatsche zu Hause gegen Holstein Kiel. 0:4 am Ende. Was da wieder mal los war, das diskutieren wir heute mit Chris Biechele und Martin Driller, meinen zwei CF-Experten. Und der Clubtalk, wie immer präsentiert von unserem Partner Kulmbacher. Kulmbacher Edelherb, denn Edelherb verbindet. Servus Martin, servus Chris. Servus. Servus, grüß dich. Schön, dass ihr beide wieder Zeit gefunden habt, über den ersten FC Nürnberg zu quatschen. Macht mal wieder nicht so viel Spaß, denn das Spiel war alles andere als schön. Unabhängig davon auch keine Punkte. Martin, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, es war eigentlich relativ früh beendet, das Spiel. Wir hatten das Problem ja schon gegen Fürth, dass wir eine frühe gelb-rote Karte bekommen. Diesmal war es noch früher. Ich denke, Humbo hat da ja aus Übereifer, er hat 8 Monate nicht von Anfang an gespielt, er hat aus Übereifer reagiert und hat da einfach zu viel Gas gegeben, bekommt zu Recht die gelb-rote Karte, meiner Meinung nach. Und ja, es darf eigentlich nicht passieren, aber damit war das Spiel gelaufen. Gegen Fürth konnten wir das noch so ein bisschen aufarbeiten, aber gegen so eine geschlossene Mannschaftsleistung wie Kiel, muss man natürlich sagen, die haben uns auseinandergenommen und da hatten wir nichts dagegen zu setzen und haben auch zu Recht in der Höhe verloren. Chris, siehst du es genauso wie der Martin, dass die frühe gelb-rote Karte für Hankbo letztendlich der ausschlaggebende Punkt war? Der Trainer sieht es teilweise anders und sagt, wir haben uns im Vorfeld eigentlich auch schon damit auseinandergesetzt, dass es gegen Kiel auch mit 11 gegen 11 sehr, sehr schwer werden wird. Ja, kann Martin natürlich zustimmen. Bewertung gelb-rote Karte sehe ich einen Tick. Ja, die kann man geben. Ich sage mal, ich als Schiedsrichter hätte sie wahrscheinlich, hätte dann dieses berühmte, diesen Ermessungsspielraum, den du als Schiedsrichter noch hast. Vor allem, weil Holtby, und das regt mich mittlerweile wirklich kolossal auf, egal auf diesen Fußballplätzen, was da, wie der Holtby da umgefallen ist, da hast du gemeint, er ist mit der Axt getroffen worden und steht dann gleich wieder auf. War sehr, sehr übereifrig von ihm. Wie gesagt, ist eine Entscheidung, die kann man geben, muss man sie vielleicht nicht. Aber auch nur alles auf die gelb-rote Karte zu schieben, ja, wäre mir jetzt auch, ist mir ehrlich gesagt auch ein bisschen zu billig, weil es gibt ja auch Teams, die bei 10 gegen 11, das ist ja nicht immer nur unbedingt ein Vorteil. Aber du warst ja absolut chancenlos, wenn man das. Und warum, weshalb? Ja, das glaube ich, der Club tut gut daran oder die Verantwortlichen, wenn sie das auch mal irgendwie, woran liegt es, dass das so eklatant war und du 10 Mann oder 11 Mann hin oder her, dass du so chancenlos warst. Aber ich muss ehrlich sagen, mir fällt auch nichts dazu ein, warum, weshalb. Der Platzverweis von Hankbo war mittlerweile der 6. Platzverweis in der Saison. Somit der Club die unfairste Mannschaft in der 2. Fußball-Bundesliga. Gehen die zu forsch ran oder ist das eine Einstellungssache oder woran liegt denn das? Ja, ich denke, dass bei Hankbo war es jetzt einfach Übereifer. Wie gesagt, er hat nach einer Verletzung lange nicht von Anfang an gespielt. Ich glaube, da war es Übereifer. Ich habe das ja auch schon mal ein bisschen bei Castro kritisiert, da sage ich einfach, er muss lernen aus diesen Fehlern, die er da begeht, mit den vielen Fouls. Ich glaube, er kriegt das in den Griff. Hankbo, wie gesagt, das war jetzt halt unglücklich. Chris sagt ja, man hätte geben können. Wie gesagt, der Schiedsrichter muss da entscheiden. Ich sage, das war in Ordnung, gelb-rot. Und dann hat man natürlich jetzt in den letzten beiden Heimspielen mit St. Pauli und Kiel die überragenden Mannschaften dieser Liga eigentlich gehabt und hat auch zu Recht halt Packungen bekommen. Man muss natürlich sagen, dass auch Kiel vielleicht nicht vom Namen her die bessere Mannschaft hat, aber von dieser Geschlossenheit, von dieser Abgeklärtheit, wie sie das über die ganze Saison gerade auswärts runterspielen. Ich glaube, sie sind die auswärtsstärkste Mannschaft der ganzen Liga und die haben das sensationell gespielt. Und wie gesagt, Fehl hat vielleicht recht. Wir hätten auch mit 11 Mann Probleme gehabt, weil diese Mannschaft sich nochmal wahnsinnig weiterentwickelt hat in dieser Saison. Aber wie gesagt,
mit 10 Mann hatten wir dann überhaupt keine Chance mehr. Und das ging dann ja auch relativ zügig. Und ich glaube, ja, dass die Kieler es einfach nur noch runtergespielt haben und die Tore dann sukzessive eins nach dem anderen gefallen ist. Ich glaube, sie haben auch nicht mehr 100% gegeben. Sie haben es runtergespielt, hatten einige Chancen. Wir haben natürlich auch noch auch zu 10 einfach viele Fehler gemacht, die man zu 10 nicht machen darf, zu 11 schon nicht machen darf und zu 10 schon mal gar nicht. Ich glaube, da waren auch noch ein paar individuelle Fehler dabei, die zu Toren geführt haben. Und das ist natürlich etwas, was dann an so einem Spieltag komplett zusammenpasst und dann kriegt man eine 4-0-Klatsche. Und da muss man jetzt sehen, dass man ja drüber nachdenkt, spricht darüber und einfach jetzt nach Schalke fährt und da wieder das Gesicht zeigt, was uns so gefällt. Offensiv spielen, aggressiv, aber nicht zu aggressiv. Und das wird jetzt die Aufgabe sein, diese Woche aufarbeiten und dann in Schalke auftreten und die Schalker in ein tiefes Dilemma schicken. Ich gebe ja zu, dass ich gegen Hertha BSC nichts erwartet habe und da hat der Club mich Lügen gestraft. Mir geht es allerdings mit Schalke genauso. Wenn ich mir diesen Auftritt gegen Holstein Kiel anschaue, erwarte ich nicht wirklich viel auf Schalke. Und gegen Schalke ist es ja meistens dann auch so, dass am Ende der Club immer oder meistens das Nachsehen hat. Aber lassen wir uns jetzt erstmal überraschen. Letztendlich ist die Saison für den ersten FC Nürnberg ja mehr oder weniger, glaube ich, kann man sagen, gelaufen. Nach noch 8 Spiele bis Ende der Saison, die Verantwortlichen um Hecking und Reppe können also die Planung für die kommende Spielzeit vorantreiben. Letzte Woche habe ich gesagt, dass Usun zu Eintracht Frankfurt wechselt. Der ist dann scheinbar doch noch nicht so ganz fix, wobei ich glaube, dass da mehr oder weniger schon alles fix ist, aber dass sie es halt einfach ein bisschen clever machen und noch nicht so bekannt geben wollen. Heute habe ich gelesen, Chris, und da bist du ein bisschen bestätigt, dass scheinbar Kastrop doch sich vorstellen kann, in Nürnberg zu bleiben, weil sein jüngerer Bruder auch in der U-Mannschaft des ersten FC Nürnberg spielt. Hast du da auch irgendwelche Infos? Ja, das sind, wie gesagt, das sind ja jetzt alles, wie so schön heißt, immer so gut Wasserstandsmeldungen bei Usun. Ja, ich meine, da spricht alles dafür, der ist weg. Das hat man ja schon im Winter gesagt und es wird Eintracht Frankfurt, auch wenn es nicht bestätigt wird, dass das ist auch nur noch eine Frage, wann es veröffentlicht wird. Und Kastrop, ja, das im Augenblick momentan ist es so, aber wir wissen ja nicht, kommt vielleicht irgendwie im Sommer, das weiß er ja auch nicht, irgendein gutes Angebot für ihn auf den Tisch. Wird er auch nochmals überlegen anfangen, dann wird der Club auch es überlegen anfangen, auch wenn sie ihn eigentlich nicht abgeben wollen. Und dank der Transfereinnahmen, die sie jetzt tätigen, müssen sie es auch nicht unbedingt. Andererseits, wenn du eben eine große Summe bekommst, dann musst du doch als Verein einfach drüber nachdenken und sagen, ja, ich gebe ihn ab. Das ist für die, also wenn man Usun, wir sind uns alle einig, ein Wahnsinnstalent, aber wie er sich genau entwickeln wird, dass er nach vorne, dass er das super kann, wenn man die letzten Defensivauftritte von ihm sieht, dann muss man schon sagen, naja, puh, da wird oben die Luft schon dünn für ihn. Das muss man, also in Hertha teilweise, seine Rückwärtsbewegung, wie er da teilweise nach hinten getrabt ist, auch gegen Kiel, da war kein Aufbäumen von ihm. Und also der muss sich auch nochmal zur Decke strecken. Also wann ist der richtige Zeitpunkt, dass man Spieler abgibt? Und wenn du einfach als Verein wie der Club oder als Zweitligist generell und selbst in der Bundesliga betrifft das ja die meisten Vereine, wenn du eine Summe XY bekommst, wo du sagst, da können wir eigentlich im Sinne des Vereins und des Gesamtwerkes, das müssen wir machen, ja, dann ist es eben so. Und es kann bei Kastrop, wir brauchen jetzt, denke ich mal, auch nicht jede Woche überlegen, oh, bleibt er und vielleicht, jetzt hat er gesagt, ist da und jetzt hat er seinen Berater gewechselt oder ist da, hat eine Wohnung gefunden. Also, ja, das ist, ich habe ihn, ich weiß nicht, ob er da bleibt und letztendlich wird er es wahrscheinlich jetzt auch noch nicht wissen. Ich meine, ihm würde ein Jahr Club gut tun, noch zweite Liga mit Sicherheit. Andererseits, wenn du als Junge, das ist auch immer so, dahingesagt, weil wenn du als junger Spieler ein gutes Angebot bekommst, dann sagst du vielleicht auch, ja, das, jetzt bekomme ich es. Das ist vielleicht für mich die Chance, den nächsten Schritt zu tun,
Weil natürlich beim höherklassigen Verein, beim besseren Verein, ja auch das Trainingsniveau deutlich höher ist. Und dass du da eventuell, das ist, aber das müssen alle Beteiligten letztendlich dann entscheiden. Geht jetzt auch nicht um Castrop, sondern um die Planungen für die kommende Spielzeit. Und ist für Usun, beziehungsweise werden für Usun rund 10 Millionen Ablöse aufgerufen. Mats Müller-Deli 1,6 Millionen gewechselt zu Molde und Natalie Brown für 3 Millionen nach Frankfurt. Also viel, viel Geld, was da reinkommt. Trotzdem hat der Club ein finanzielles Defizit, das den Verein bis heute belastet. Das wird dem Chris wieder richtig gefallen. Da wirst du fuchtig werden, wenn man dann wieder von Seiten des ersten FC Nürnberg hört, diese Schulden, die der Club im Moment vor sich hinschleppt und die ganz schön angewachsen sind, haben sehr, sehr viel mit der Covid-Pandemie zu tun, Chris. Ja, das ist natürlich, also, sorry, das ist natürlich Quatsch. Also, ja, die spielt natürlich rein und keine Frage, aber das ist natürlich ein schönes, aber ich glaube, muss ich also, allerdings auch vom Club sagen, das habe ich aber so auch noch jetzt nie mehr gehört zuletzt. Also, dass die Covid-Pandemie mit den Einnahmen, Verlusten und so weiter, dass die fast jeden Verein getroffen hat und vor allem natürlich Vereine wie den Club, die auf einen relativ hohen Zuschauerschnitt zurückgreifen können, das ist klar. Das betrifft natürlich, wenn du einen Verein hast, der hat nur der 10.000, 11.000 hat, ist das natürlich, schlägt das jetzt nicht so rein, als wenn du wie der Club mit 30.000, 35.000 Zuschauern rechnest, diese Diskrepanz. Aber das muss man allerdings auch, das habe ich vom Club jetzt auch nicht mehr gehört, dass man sagt, das ist auch ein Teil, ja, spielt mit Sicherheit mit rein. Aber Kernpunkt ist immer noch, ja, diese Auf- und Abstiege, das spielt jetzt, das zieht sich eben finanziell gesehen immer noch in die Gegenwart mit rein, der völlig verhunzte Neuaufbau nach dem Abstieg, auch das schleppt der Club einfach mit sich herum. Dann musst du sagen, dann hast du dich vom Vermarkter getrennt, um in die Eigenvermarktung zu gehen. Auch das kostet natürlich alles Geld und das hatten wir auch schon oft genug. Der Club hat natürlich auch einen Riesenapparat und bei der letzten Jahreshauptversammlung war der Bericht, den ja damals noch der Dr. Gretlein vorgetragen hat, ja auch geschlossen mit den Worten, der Club hat ein, was die Ausgaben anbelangt, strukturelles Problem. Also da passt was in der Struktur nicht. Das ist die Einnahmenseite und die Ausgabenseite, da passt was nicht. Und das muss der Club lösen in der nächsten Zeit. Oder andere Sachen. Die schnellste Lösung wäre, nächstes Jahr aufsteigen. Weil dann schaut es wieder ganz anders aus. Martin, der Christ, der liest halt bloß im Kicker und nicht in franken.de. Das ist die Quelle, wo ich das Ganze raus habe. Und auch in der Bild-Zeitung ein bisschen gestöbert. Und nach Informationen der Bild sollen maximal 4 bis 5 Millionen Euro für neue Spieler bereitgestellt werden. Demnach geht es darum, den Profi-Etat im überschaubaren Rahmen zu halten. Es soll sich hier um eine Summe unter 16 Millionen Euro handeln. Also ganz schön abgespeckt beim ersten FC Nürnberg, was den Etat für die kommende Saison anbelangt, muss man sagen, oder? Martin? Ja, okay. Ich meine, man kann natürlich jetzt bei den Profis wieder sparen, aber wenn der restliche Apparat von der Geschäftsstelle sich verdoppelt, ist natürlich auch ein Problem. Chris hat es gerade schon angesprochen. Wir haben jetzt natürlich eine eigene Marketingabteilung. Wir haben noch mehr Abteilungen gegründet. Wir haben, was weiß ich, was es da für Abkürzungen gibt, für Integration und was wir da nicht noch alles gemacht haben. Wir haben natürlich zig Leute eingestellt, was natürlich nicht verkehrt ist, wenn es wirtschaftlich auch was bringt für den Club. Aber man muss natürlich auch sagen, gut, wir sparen dann halt 2 Spieler ein, dann kann man das vielleicht wieder finanzieren, dann ist das wieder in Ordnung. Aber entscheidend ist natürlich, dass man eine starke Mannschaft auf den Platz bringt. Und da finde ich, ja, haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, dass wir da eigentlich ein gutes Gerüst haben und dass wir punktuell natürlich nachlegen müssen und vielleicht einfach nochmal ein bisschen Glück haben müssen in der Suche jetzt von jungen Talenten, die vielleicht einschlagen, Weiterentwicklung von Spielern. Wir hatten Goller erwähnt, der natürlich ein bisschen torgefährlicher werden muss. Aber ansonsten mit Jelch, mit
Gemara auf der rechten Seite, links oder im Zentrum mit Horn. Dann haben wir Flick, Kastrop im defensiven Mittelfeld. Wir haben schon ein gutes Gerüst. Und da muss man jetzt sehen, und dass man da gute Leute dazu bekommt, ein bisschen Fingerspitzengefühl hat und auch ein bisschen Glück hat, den einen oder anderen, das ja explodiert bei uns. Wir haben es ja bei Usum gesehen, der ist bei uns explodiert. Und da ist jetzt unsere Hoffnung, dass wir da den einen oder anderen wieder finden und rausbringen und der uns weiterhilft. Und zu Kastrop nochmal zurück. Ich hoffe, dass er noch ein Jahr bleibt, weil ich glaube, er tut unserer Mannschaft gut und er kann sich wirklich weiterentwickeln. Und das wird ihn dann auch stärker machen. Und ich glaube, wenn er sich neben Flick durchsetzt und da diesen Kern dieser Mannschaft bildet, glaube ich, dass er da auch wachsen kann und ein gereifter Bundesligaspieler werden kann. Und das ist ja auch wichtig. Was möchte Kastrop jetzt? Möchte er den schnellen Sprung machen und sitzt vielleicht wieder irgendwo auf der Bank oder entwickelt sich hier zum Führungsspieler, was ihm dann die Möglichkeiten in der ersten Liga schneller Fuß zu fassen, viel mehr bringt, weil er einfach auch menschlich wachsen muss, weil er seine Spieler um sich herum mitführen muss. Und das ist immer so eine Sache, was möchte dieser Spieler oder was möchte der Spielerberater von ihm? Möchte er schnelles Geld mit ihm machen, wieder verkaufen oder sagt er, ich möchte, dass dieser Spieler sich gut entwickelt und einfach ein Topspieler wird? Und dann gebe ich ihm einfach ein Jahr mehr Zeit, vielleicht auch in der zweiten Liga. Und vielleicht kann er eine Epoche hier beim Club führen und mit dem Club auch aufsteigen in 3, 4, 5 Jahren. Ist ja auch mal möglich. Aber die Frage ist, was möchte der Club jetzt wirklich machen? Möchte er weiterentwickeln? Möchte er die Mannschaft zusammenbehalten, um diesen Kern herum bauen? Und das hängt natürlich jetzt von der sportlichen Leitung ab. Und da kann man nur hoffen, dass Hacking und Rebel ein gutes Fingerspitzengefühl haben und ein bisschen Glück haben in der Planung des neuen Kaders. Also Aufstiegsambitionen scheint der 1. FC Nürnberg auf jeden Fall nicht zu haben mit einem Etat von 16 Millionen. Ich habe den Chris angesehen, dass er unbedingt was dazu sagen will. Chris, leg los. Ja, ich wollte nur sagen, weil du sagst, ich lese nur den Kicker. Ich lese alles, ich lese viel. Aber jetzt da nichts entdeckt, was jetzt völlig neu ist. Und da hatten wir ja schon drüber gesprochen, dass ja trotz der Usun-Millionen nicht alles in den Kader reinfließt. Da haben wir auch schon, das ist ja schon mindestens 3, 4 Wochen her, gesagt, das ist ja auch ein bisschen, sag ich jetzt mal, die schwierige Situation für Hacking und Rebel, weil natürlich viele denken, oh, der Club hat jetzt Geld und jetzt muss er angreifen. Aber Hacking hat ja auch schon mal gesagt, hat ja auch versucht, schon mal die Erwartungshaltung zu dämpfen, weil eben nicht alles Geld 1:1 wieder in den Kader zurückfließt, was übrigens auch keine Garantie wäre, dass du nächstes Jahr ein Aufstiegsfavorit bist. Wenn du, wir haben es jetzt hochgerechnet, du hättest jetzt, sag ich mal, zwischen 12 und 15 Millionen Euro zur Verfügung und würdest alles in den Kader stecken. Ja, du erhöhst, wenn du das clever machst, erhöhst du deine Wahrscheinlichkeit, dass du aufsteigen kannst, aber es gibt da auch noch lange keine Garantie. Und das hat mir auch schon mal, was der Martin eben sagt, du hast ein Gerüst und dann musst du jetzt einfach mit dem Geld auch schauen, dass du eben auch wieder so junge Spieler mit Potenzial nach Nürnberg holst und die dann auch so weiterentwickelst, dass du eventuell auch wieder in 1, 2 Jahren, dass da wieder ein Usun in Sachen Transfererlös auch dabei ist, die dir erstens nächste Saison weiterhelfen und gleichzeitig auch deinen finanziellen Wert erhöhen. Und das wird die Aufgabe sein für die sportliche Leitung, da wieder Spieler zu finden. Also was vielleicht auch noch eine Rolle spielt, ich weiß nicht, wie ihr da informiert seid, aber wichtig ist ja auch, wir müssen ja auch am Pfalzner Weiher unbedingt was machen. Weil wir haben jetzt wieder das Spiel der zweiten Mannschaft gesehen, die mussten im Stadion spielen, was natürlich immens teuer ist für den Verein. Die Frauen spielen im Stadion, was immens teuer ist an der Miete. Wir haben kein Flutlicht am Pfalzner Weiher am Platz 1. Wir müssen, glaube ich, dieses oder spätestens nächstes Jahr Flutlicht anbieten für die zweite Mannschaft. Das ist Auflage für die Regionalliga und für diese Hochrisikospiele müssen ja getrennte Fanblöcke da sein. Und die Frauen auch. Wie gesagt, das ist halt sehr schwierig. Wir müssen sehr wahrscheinlich auch die ein oder andere Million in den Pfalzner Weiher stecken, um dort ein kleines Stadion zu bauen, was dann für unsere Regionalligamannschaft mit Flutlicht zum Spielen fähig ist und auch für die Damen, vielleicht für die Bundesliga. Das sind ja auch so Themen, die wir vielleicht auch nochmal bedenken müssen. Ja, das ist halt
hat er natürlich komplett recht. Allein auch dieser Unterhalt, ne? Das ist, du hast zwar eine schöne Sportstätte, keine Frage, aber das kostet alles auch ein bisschen, da musst du auch Geld in die Hand nehmen. Martin sagt, man muss ausbauen, man muss es weiterbauen, du musst es aber auch allein erstmal unterhalten. Also Platzpflege etc. pp., das Dach der Halle und so weiter. Und dann hast du natürlich auch noch ja, im Hintergrund das Stadionprojekt. Im Juli, glaube ich, Juli ist es, wo im Stadtrat nochmal drüber entschieden wird. Und nehme an, ja, es wird ein Investor noch gefunden, die praktisch den Löwenanteil oder ein, zwei Investor, diesen Löwenanteil für den Umbau stemmen. Dann will der Club ja auch damit reingehen, weil sie wollen ja nicht mehr Mieter des Stadions sein, sondern wollen Eigentümer sein. Und sie wissen auch, das kostet bestimmt an die 30, 40 Millionen Euro, muss der Club da wahrscheinlich in den Topf mit reinwerfen. Ich meine, was da passieren wird, auch das ist ja, das Szenario ist, ja, dass man vielleicht Plätze am Pfalzner Weiher abgibt, dass der Lizenzspielertrakt in das neue Stadion geht und dass du dann eben das NLZ am Pfalzner Weiher belässt. Das sind ja alles schon sehr konkrete Gedankenspiele. Aber es ist natürlich, wie der Martin sagt, das ist genau das Problem. Du weißt noch gar nicht, wo es jetzt genau die Reise hingeht, musst aber unbedingt auch in dein Trainingsgelände investieren. Auch das kostet Geld. Also allein deswegen ist es schon komplette Utopie zu sagen, der Transfererlös geht komplett in den sportlichen Bereich rein. Was wir auch noch hatten, man muss sehen, wir hatten ja einen privaten Gönner, der dem Verein Geld geliehen hat. Das muss ja auch irgendwann zu dieser Person zurück. Ne? Ich weiß ja nicht, wie lange der auf sein Geld warten möchte. Ne? Das ist ja auch noch, der hat uns ja auch mal über Wasser gehalten und hat ja nochmal die Rückzahlung, glaube ich, zurückgelegt oder verlängert. Ich glaube, das sind auch nochmal, wir haben schon noch Verbindlichkeiten, die wir jetzt bedienen können und sehr wahrscheinlich auch müssen. Ja, und das ist natürlich etwas, wir haben jetzt nicht hier 15 Millionen zum Ausgeben. Also es ist nicht so, dass wir jetzt hier mit dem Geld rumschmeißen können, sondern wir haben einfach Altlasten, die wir bedienen müssen und strukturelle Dinge, die wir für den Spielbetrieb einfach aufrechterhalten müssen. Wir müssen eine Flutlichtanlage haben. Wie gesagt, das ist einfach vorgegeben. Und wie gesagt, man kann sich einfach nicht leisten, die Damen und die Amateure dann im Stadion spielen zu lassen. Das sind Millionen, die man dann Miete zahlt. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass der Club jetzt die komplette Kohle in Spielertransfers investieren soll, aber maximal 4 bis 5 Millionen Euro in Transfers für die kommende Saison ist jetzt halt auch nicht irgendwas, wo du jetzt dann die Riesenspieler bekommst, wo du dann in der Liga da vorne mitspielt, sage ich mal. Und es ist ja trotz alledem das, was sich die Fans immer noch wünschen, auch wenn der Martin ja gerade vor ein, zwei Minuten gesagt hat, ja, dass dann der Club vielleicht in den nächsten 3, 4, 5 Jahren vielleicht mal wieder da vorne mitspielt. Ich weiß aber nicht, ob diese Zielsetzung, die der 1. FC Nürnberg ja nicht ausgibt, aber die natürlich dann ganz klar ist, dass man da, dass das utopisch ist, den Club dann da vorne zu sehen, ob das der Fan auf Dauer dann auch mitmacht und ob der Fan dann auf Dauer das Stadion mit 30.000 Zuschauern auch voll macht, weil letztendlich, ihr wisst, und das Paradebeispiel bin ja ich sitze hier vor euch, ich bin ja auch ein Träumer und wenn mal 2, 3, 4 Spiele gewonnen werden, dann denkt man gleich wieder, Mensch, vielleicht geht es dann doch mal wieder in die erste Liga hoch, aber mit einem Etat von 16 Millionen, vielleicht maximal 4, 5 Millionen, wo man investiert und seine Top-Spieler verliert, die man eben abgibt, da glaube ich, muss man sich keine große Hoffnung machen, dass der Club in den nächsten Jahren überhaupt noch eine Rolle spielt in der zweiten Fußball-Bundesliga, sondern eher nach unten schauen muss. Ja, aber Pico, du musst ja sehen, nicht Tradition oder ein großer Name steigt auf, sondern wirtschaftliche Stärke und ein guter Kader, den man mit wirtschaftlicher Stärke aufbauen kann. Das ist natürlich etwas, was außer Heidenheim bisher alle anderen können. Ja? Die können natürlich mit viel Geld eine gute Kader aufbauen. Schalke macht im Moment, hat auch viel Geld ausgegeben, hat es auch nicht gepackt dieses Jahr. Heidenheim ist das gallische Dorf. Die haben es mal jetzt über Jahre hin geschafft. Die Fürther machen es immer relativ gut, mit wenig Geld klarzukommen. Aber dass wir das nicht können, das haben wir, also ich bin seit 1997 in Franken,
seitdem haben wir es irgendwie nicht so richtig geschafft, mit wenig Geld viel zu leisten. Wir haben mit durchschnittlichem Geld oder viel Geld immer Durchschnittliches geleistet. Und das ist einfach ein Moment, womit man sich zufrieden geben muss. Der erste FC Nürnberg, so wie er früher war, der große Name mit 9 deutschen Meisterschaften, mit Pokalsiegen, das alleine wird uns nicht weiterbringen. Und die Tradition ist einfach nicht das, was Erfolg bringt, sondern die wirtschaftliche Stärke. Und damit dann auch, kann man leider doch den Erfolg kaufen. Pico, noch einen kleinen Einspruch. Also es gibt doch, also wir hatten ja immer Beispiele, wie es eben trotzdem geht. Also Kiel hat keinen größeren Etat als der Club. Die haben im Sommer, hatten die einen Riesenumbruch. Die waren ja in der vergangenen, in den vergangenen Spielzeiten standen die für auch sehr viel Kombinationsfußball, der teilweise sehr schön anzusehen war, aber hinten etwas anfällig. Und das hat ja Rapp im Sommer hat gesagt, wir müssen das ein bisschen ändern, wir müssen robuster, wir spielen ein bisschen anders. Und die haben ja auch nicht das große Geld in die Hand genommen. Da gibt es Heidenheim, Darmstadt, es gibt genug Beispiele und es gibt auch Negativbeispiele. Wie es der Martin sagt, HSV, die haben einen richtigen Mäzen im Hintergrund und geben Geld ohne Ende aus und kriegen es trotzdem nicht auf die Reihe. Also das ist, dass du von Haus auf sagst, ja, das wird dann nichts und da muss man sich nach unten orientieren. Nee, also das sehe ich nicht. Es ist sicherlich schwieriger, als wenn du 5-6 Millionen Euro mehr zur Verfügung hättest. Aber auch die geben dir noch lang keine Garantie, dass das klappt. Und jetzt sind wir wieder beim HSV. Und weil du sagst, wie lange werden die Clubfans das da noch mitmachen? Wenn man jetzt mal sieht, das heißt jedes Jahr und dann ist am Ende immer ein bisschen so Zähne klappern und der Verkauf der Dauerkarten beginnt und auf einmal setzt der Run ein und du machst und verkaufst wieder und hast wieder einen Schnitt weit über 30.000. Also so würde ich jetzt mal rein, gehen wir mal weg von der emotionalen Schiene, einfach wenn du mal drauf schaust, würde ich jetzt mal sagen, naja, so viel kann an dem Paket FCN auch gar nicht schlecht sein, wenn trotzdem so viele Leute das sehen wollen. Es werden ja nicht weniger, es werden eher mehr, wenn man das in jetzt die vergangenen Jahre sich mal anguckt. Ich meine, es gibt keine Garantie dafür, dass das immer so bleiben wird, aber momentan, also da gehe ich jede Wette mit euch ein, selbst wenn der Club jetzt, weil ich sage, die Saison ist für mich noch nicht vorbei. Also habe ich schon vor 2 Wochen oder 3 Wochen, es geht mir gar nicht nur um Abstieg oder Nicht-Abstieg, sondern du musst dich ja gut präsentieren. Und jeder Platz, den du nach vorne kommst, ist gut. Und mittlerweile, leider, muss man doch vielleicht wieder ein bisschen nach unten schauen. Ich meine, ich glaube, die unten spielen so oft gegeneinander, der Club wird kaum absteigen können. Aber es wäre ja auch fürs Image und fürs Selbstverständnis ganz blöd, wenn du in dem Takt weiterspielst und wirst am Ende 12., 13., das ist, ja, hast du wieder eine unbefriedigende Saison. Aber auch wenn das so passieren sollte, dieser Worst Case, der Club wird genauso viel Dauerkarten verkaufen wie in dem Jahr. Weil dann ist auch wieder, wieder neue Mannschaft, neuer Anlauf. Der Club zieht einfach. Und ja, also wie gesagt, wenn man es nüchtern betrachtet, so viel verkehrt machen sie dann gar nicht. Man stelle sich vor, der erste FC Nürnberg spielt vorne mit in der Tabelle und hätte bei jedem Heimspiel, sagt Martin wieder, hätte Fahrradkette, nur mal drüber nachgedacht. 50.000 Zuschauer im Schnitt im Stadion, dann wären natürlich ganz andere Einnahmen. Du könntest mit Sponsoren anders sprechen und könntest andere Ziele definieren. Aber okay, das lassen wir jetzt mal so stehen. Das ist alles mehr oder weniger Wunschdenken wahrscheinlich und es ist, wie es ist. Der Club investiert 4 bis maximal 5 Millionen, hat einen Etat von 16 Millionen in der kommenden Saison. So schaut es zumindest im Moment aus und viel Geld wird von den Transfers, von den Transfererlösen, die jetzt reinkommen, nicht in die Mannschaft gesteckt. So Dieter Hecking und Dieter Hecking weiter bei Bild, das möchte ich noch ganz gern zitieren. Am Pfalzer Weihe gibt es einige Zukunftsprojekte, das ist dann auch das, was der Martin jetzt so wahrscheinlich angesprochen hat, die wir vorantreiben wollen. Und der Abbau der Schulden darf nicht fehlen auf der Liste. Die aktuellen Zahlen benennt Bild.de mit fast 21 Millionen Euro Verbindlichkeiten im Gesamtkonzern des Clubs. Ganz schön viel Holz. Ja, das ist ja das, was ich gesagt habe, was einfach am Pfalzner Weiher gebaut werden muss, ja, oder was halt noch an offenen Beträgen ist. Wie gesagt, wir hatten ja auch ein
privaten Gönner, der uns was geliehen hat. Sonst hätten wir vielleicht die ein oder andere Saison oder Lizenz nicht bekommen. Und das ist natürlich etwas, was man dann auch fairerweise so schnell wie möglich zurückzahlen muss, wenn man mal Geld über hat. Ja? Und sonst muss man jetzt einfach sagen, es ist jetzt einfach so. Und es ist ja trotzdem positiv, dass man sagt, okay, wir bauen Schulden ab. Jetzt haben wir mal was eingenommen. Das Usun geht über nicht, ob wir jetzt 10 oder 11 Millionen bekommen. Ganz egal. Wir kriegen dafür eine gute Summe. Und wenn wir 10 und Nachschlag, vielleicht kriegen wir im halben Jahr oder in einem Jahr nochmal 500.000 nach. Das möchte ich gar nicht. Wir rechnen jetzt einfach mal mit 10 Millionen, da 3 Millionen. Wir haben jetzt 15 Millionen eingenommen. Und wenn wir da jetzt 5 Millionen in den Kader investieren, dann ist das auch in Ordnung. Und der Rest muss einfach ein bisschen Rücklagen gebildet werden oder halt Schulden bezahlt werden. Wir können ja nicht wie die Bundesregierung sagen, wir machen Sondervermögen und holen uns und leihen uns Geld. Die Zinsen werden auch nicht niedriger. Deswegen nochmal, es muss wirtschaftlich gedacht werden. Und ja, wie gesagt, wir brauchen jetzt sehr wahrscheinlich einen Investor fürs Stadion. Es ist ein großer Umbruch beim Club und denen gehen die Fans mit. Und ich hoffe, dass es auch weiterhin so bleibt, dass die Fans mitgehen und ins Stadion kommen. Denn ich finde, dass die Mannschaft, auch wenn sie ein paar Aussetzer oder ein paar schwächere Spiele hat, in dieser Saison sich weiterentwickelt hat. Auch, wie gesagt, ich sehe das so. Es muss nicht jeder so sehen. Aber ich finde, sie spielen teilweise sehr, sehr guten Fußball. Gerade am Anfang der Saison fand ich das gut. Jetzt haben sie den einen oder anderen Hänger. Aber mein Gott, das ist nun mal so. Usun ist vielleicht mit dem Gedanken schon bei seinen Vertragsverhandlungen oder schon in Frankfurt. Brown macht auch komischerweise jetzt den einen oder anderen Fehler mehr, ist vielleicht auch gedanklich schon woanders. Das sind einfach so Dinge, die menschlich sind. Ja? Und deswegen hauen wir jetzt ab und zu mal in den Topf. Aber wir können uns jetzt endlich mal bei Schalke revanchieren. Die haben uns ständig die Punkte geklaut und haben es oft in eine schlechte Situation gebracht. Jetzt fahren wir nach Schalke und hauen die einfach weg und sagen einfach mal so, jetzt kriegt er das, was er uns die letzten Jahre angetan hat, einfach mal zurück, auch wenn es da eine Fanfreundschaft gibt. Chris, lass uns über das Sportliche sprechen, lass uns über Chris Mantegna sprechen, aktuell die Nummer 2 beim 1. FC Nürnberg und Klaus scheint auch das Tor nicht räumen zu wollen. Wenn es in der kommenden Saison so weitergeht, sitzt Mantegna mit einem frisch verlängerten Vertrag, wie mal da um 500.000 ist es geschätzt, was er im Jahr verdient auf der Bank. Auch wieder ein Beleg dafür bezüglich der schlechten Transferpolitik beim 1. FC Nürnberg beim Club? Bevor ich darauf antworte, noch mal ganz kurz, weil der Martin es gesagt hat, doch noch mal einen Blick auf die Finanzen, was du auch nennst. Also die Verbindlichkeiten, ob die 21 oder wie hoch die sind, das ist gar nicht so das Entscheidende, weil sonst dürften ja HSV und wie sie alle heißen, dürften ja die meisten Bundesligisten gar nicht mehr spielen. Das wissen wir. Ein ganz einfaches Beispiel, wenn ich 10.000 Euro Miese bei der Bank habe, aber ich habe eine Wohnung und habe wie du 10 Autos, dann ist das überhaupt kein Thema. Wenn ich aber gar nichts habe, dann ist 1.000 Euro schon ein Problem. Und das ist ja immer, die Verbindlichkeiten ist das eine. Viel Entscheidendes, was steht gegenüber, was sind an Aktiva da? Was sind denn die Schulden, die einen wirklich belasten? Und wie es der Martin sagt, ne, wie, da ist ja dieser, ich bin gespannt, wie der Club das macht, weil dieser Kredit von dem Gönner ist ja zurückgestellt. Und der wird dann wieder fällig, wenn der Club positives Eigenkapital hat. Also sprich nicht, und zwar positives Eigenkapital, wie es die DFL versteht, also die Konzernbilanz. Und da ist der Club ungefähr bei 6 Millionen Miese. Also ist die Frage, wie bucht er zum Beispiel diesen Usun-Transfer ein? Weil das dann wieder entscheidend ist, springst du ins positive Eigenkapital? Weil in dem Moment wird das positive Eigenkapital, wird dieser Kredit fällig. Dann hast du in deiner Bilanz plötzlich wird der fällig, dann hast du wieder 5 Millionen Miese mehr und musst den Kredit bedienen. Also deswegen kann es auch gut sein, dass der Club vielleicht froh ist, wenn er erstmal nochmal ein, zwei Jahre weiter im negative Eigenbilanz ausweisen kann. Das nur am Rande mal noch dazu. Ganz kurz am Rande, diese 10 Autos, diesen Fuhrpark mit 10 Autos hat vielleicht der Martin, aber nicht ich, mein Lieber. Chris, die zweite Frage mit Mantegna. Also wir haben uns ja auch schon unterhalten, ich habe die Vertragsverlängerung nicht verstanden.
Und die Begründung, der verzichtet auf Geld, der kam natürlich vorher von einem Wahnsinnsvertrag, weil die Zweifel, ich meine, ich weiß, du siehst das anders, das kann ja auch jeder anders sehen, das ist ja das Schöne im Fußball, dass man so herrlich darüber diskutieren kann und immer andere Meinung ist. Den Fußball, den der Club spielen lassen will, habe ich schon Zweifel gehabt, ob da Chris Martenia der Mann ist, der das, oder im Tor, der das auch, der da prädestiniert ist dafür. Und deswegen habe ich jetzt zu dem damaligen Zeitpunkt auch ohne Not heraus diese Vertragsverlängerung nicht verstanden. Gut, und jetzt haben sie natürlich schon so, in gewisser Weise hast du schon das Problem. Du hast zwei junge Torhüter hinten dran, wo du sagst, okay, das ist unsere Zukunft. Reichert wird sehr mittelfristig als Nummer eins gesehen beim Club. Und jetzt, was machst du, ne? Wenn du, ich gehe mal davon aus, nehme an, du verlängerst nicht mit Klaus oder er verlängert nicht mit dem Club oder beide kommen nicht zusammen und du sagst, Reichert wird die neue Nummer eins, dann hast du, hast du einen jungen Torhüter drin, lass da irgendwas passieren oder der bringt die Leistung nicht so auf den Platz, wie sie sich alle erhoffen. Und du musst dann auf die Nummer 2 zurückgreifen. Das ist dann Chris Martenia. Und wir haben ja schon gesehen, der hat diese Saison schon etliche Wackler drin und hat eine ganz schlechte Hinrunde gespielt. Also das ist schon, auch das in der Kiste, eine heikle Kiste und eine spannende Frage, wie es beim Club da weitergeht. Martin, wie siehst du es mit Chris Martenia? Ja, ich denke, das sehen wir alle ähnlich. Vielleicht einfach zu früh verlängert. Aber ich finde das System eventuell gar nicht so schlecht, dass er im Verein bleibt und Reichert jetzt vielleicht die letzten Spiele auch in der ersten Mannschaft mal macht, um überhaupt zu testen, ob er das Zeug dazu hat, um ihm die Nervosität für die nächste Saison auch zu nehmen und zu sagen, hier, das ist jetzt dein Level, du sollst hier das übernehmen, ihm das Selbstvertrauen zu geben, ist die Frage, traut sich das der Trainer und sagt, pass auf, du spielst jetzt die letzten 4 Spiele hier, bereitest dich vor, wir sehen dich hier zumindest als den ersten Herausforderer von Martenia, wenn Martenia die 2 werden soll, Klaus geht und er soll die Nummer 1 werden, dann muss man ihn irgendwann auch reinwerfen und nicht aus einer Vorbereitung, Freundschaftsspiele, sondern dann jetzt reinwerfen und sagen, pass auf, hat der junge Mann auf gut Deutsch die Eier für die zweite Liga oder nicht? Das kann er in den letzten 4 Spielen dann beweisen. Und dann hat man schon mal eine Gewissheit, ob man Klaus vielleicht doch noch behalten will, einen zweiten Torwart holen muss oder sagt, wir versuchen es wirklich mit diesem jungen Mann. Chris, eine Frage hätte ich noch zu Finn Jeltsch. Und zwar liest man da, oder nicht so hundertprozentig, aber scheinbar wurde der Vertrag ja jetzt verlängert. Aber wenn man durchs Internet so stöbert, dann ist das alles auch nicht so hundertprozentig sicher, aber ja, scheinbar doch. Auf jeden Fall war sich der erste FC Nürnberg da lang nicht so sicher, was sie mit ihm machen wollen. Der Mann hat eigentlich, wenn er jetzt auf dem Platz war, super Leistung gebracht, ist ein junger Spieler. Bei Transfermarkt.de wird er bei ca. 3 Millionen Ablösewert gehandelt. Also ist doch gar keine Frage, eigentlich den Mann zu verlängern, ist ja ein Pflichtprogramm, oder nicht? Ja, Pico, der wurde doch schon, also im Internet steht viel in den Weiten des Internets, da wird viel spekuliert, aber Fakt ist, im Oktober haben sie ihn schon verlängert, bevor er überhaupt U17-Weltmeister geworden ist. Und in der Winterpause ist der Vertrag nochmal angepasst worden. Das ist endgültig, und da ist er auch zu den Profis hochgezogen. Der hat beim Club einen langfristigen Vertrag. Ich glaube, das ist natürlich auch immer noch ein Thema. Bei Finn Jeltsch müssen, glaube ich, die Eltern noch unterschreiben. Genau. Deswegen weiß man nie genau, wie das jetzt angekommen ist oder hin und her. Das ist ja noch etwas anderes. Der junge Mann ist noch nicht volljährig. Bringt aber gute Leistung. Aber ich glaube, er hat verlängert, ob jetzt die Eltern mit unterschrieben haben oder ob er es alleine durfte. Ja, mit Sicherheit haben die unterschrieben. Ja, und deshalb hat er einen Vertrag und ich hoffe auch, dass er bleibt. Das ist ganz, ganz wichtig. Für mich ist er auch ein absoluter Baustein für den Neuaufbau. Also da hat der erste FC Nürnberg aber scheinbar alles dann richtig gemacht, wenn der Vertrag verlängert worden ist. Aber ich glaube, da braucht man nicht lange drüber nachdenken. Da kann man froh sein, dass man solche Spieler von unten überhaupt hat, oder nicht? Ja, im Oktober hat ja Olaf Reppe ja schon gesagt, das ist unsere Zukunft auf der Innenverteidigung.
Und das war ja im Oktober, wie gesagt, weit vor der U17-Weltmeisterschaft. Aber wir hatten ja auch schon mal das Thema. Natürlich wird sich auch bei ihm irgendwann das Thema stellen, vielleicht früher als man denkt. Vielleicht hat ein Großer, wirft ein Auge auf ihn und will ihn holen. Und ruft, wenn der Vertrag, der Usun hat ja auch einen Vertrag, bloß dann kommt, wenn jemand kommt und entsprechend Ablöse zahlt. Aber ich sehe bei Jeltsch im Sommer, wir hatten das, glaube ich, auch schon mal, wäre ein Wechsel viel zu früh. Der ist doch hier, der spielt sich rein, macht auch noch seine Fehler, um Gottes Willen. Aber ist ja, dass das ein toller Spieler wird, das ist jetzt, da muss man jetzt kein großer Fußballkenner werden, dass der sich durchsetzt. Und er hat sich ja schon durchgesetzt, aber für seine Entwicklung ist es doch gut, wenn er beim Zweitligisten als noch Spielberechtigter für die U19 jetzt da fast schon so eine Art Abwehrchef gibt und lernt. Und deswegen sehe ich, also auch, denke mal, von Finn Jeltschs Seite aus, wird er auch sagen, ich bleibe beim Club, auch mit Blick auf seine weitere Karriere. Was dann im übernächsten Sommer ist, ne, das ist, wenn der sich so weiterentwickelt, dann wird es bestimmt im übernächsten Sommer auch wieder ein Transferthema werden. Wir haben ja auch noch ein zweites großes Talent. Also wie gesagt, der hat vor 2 Jahren noch sehr wahrscheinlich in der Bayernliga oder Bezirksliga gespielt. Kania als Stürmer hat auch jetzt wieder am Wochenende dreifach getroffen in Bamberg. Wird oben, glaube ich, nicht ganz so gesehen, dass er so stark ist. Aber dieser junge Mann hat vor 2 Jahren noch niederklassig gespielt, hat jetzt eine Riesenentwicklung gemacht, trifft regelmäßig jetzt in der Verbandsliga. Das ist ja trotzdem auch eine Steigerung. Und nochmal, ich glaube auch, wenn er damals gegen Braunschweig das Tor macht, dann hätte er schon öfter oben gespielt. Aber im Moment muss er halt warten. Aber er trifft und trifft und trifft. Da haben wir wieder einen jungen Spieler, der eventuell nach oben schießen kann. Und das ist natürlich auch wichtig. Und das ist nun mal ein Stürmer und der könnte uns mit Sicherheit weiterhelfen. Ausbildungsverein 1. FC Nürnberg, damit müssen wir uns anfreunden, aber das ist ja auch nichts Neues und ist so, wie es ist. Wenn dann wenigstens Kohle reinkommt und der Spielbetrieb weiterläuft, dann ist es ja wunderbar. Schalke 04 ist auch so ein Verein, der sehr, sehr gerne Spieler vom 1. FC Nürnberg kauft, aber die haben in der aktuellen Saison genügend andere Probleme. Jetzt kommt der Club nach Gelsenkirchen und geht auf Punktejagd. Chris, was erwartest du den 1. FC Nürnberg für die Jungs von Christian Fiehl auf Schalke? Ja, zweite Liga, wie gesagt, Abstiegskampf für Schalke. Wenn man sich die Tabelle anschaut, das ist ja wirklich wahnsinnig eng. Und für Schalke wäre natürlich ein Absturz in die dritte Liga. Das wäre für den Apparat, den Schalke hat, Wahnsinn. Aber ja, auch der Club braucht die Punkte noch, ne? Also um einfach auch, wie es der Martin sagt, vielleicht mal die letzten 3-4 Spiele und ein relativ gutes Polster zu haben und vielleicht noch den einen oder anderen Platz nach vorne zu machen und nicht vielleicht 1-2 Plätze nach hinten noch zu rutschen. Aber das ist da unten, wenn du siehst, Lautern als DFB-Pokalfinalist ist 17. Schalke muss aufpassen, wenn der Club auf Schalke gewinnt, dann schrillen dort, glaube ich, alle Alarmglocken. Dann ist es, weil bisher hat ja Schalke, war es ja immer so, daheim haben sie gut gespielt und auswärts haben sie gute Leistungen gebracht und auswärts waren sie schlecht. Jetzt haben sie ja in Hannover mal wenigstens einen Punkt mitgenommen. Also ja, wird ein spannendes, packendes Spiel, denke ich mal. Und ja, ein Unentschieden, wenn der Club, wenn er auf Schalke ein Unentschieden holt, denk mal, kann der Club sehr gut damit leben, Schalke nicht. Martin, was tippst du? Wie geht's aus, das Spiel in Gelsenkirchen? Also ich glaube, wir Nürnberger haben oft gelitten, wenn die Schalker zu uns gekommen sind oder dorthin gefahren sind in den letzten Jahren. Die haben uns oft Tränen zugefügt und wir dürfen das jetzt ruhig mal zurückgeben, auch wenn es eine bittere Situation ist für die Schalker. Aber wir sollten da gewinnen. Ich sage, wir gewinnen 3-1 auf Schalke und
Ja, und dann sind wir durch und dann können wir den jungen Spielern, die letzten Spieler, Chancen geben und schauen, ob sie das Zeug dazu haben. Und ja, vielleicht finden wir das ein oder andere Juwel noch in den letzten Spielen und freuen uns auf die neue Saison. Sieg auf Schalke, da fällt mir nichts Besseres mehr ein, also machen wir die Tür zu und hoffen, dass der Tipp